Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Marielach. Kürzlich traf ich in unserer Abteikirche eine Frau in der Kerzenkapelle und sie sprach mit mir über ihre christliche Hoffnung. Mir fiel Psalm 40 ein und dort heißt es: Ich hoffte auf den Herrn, da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Die Frau hat mich so beeindruckt, weil sie mir von ihrem Glauben und von ihrer Hoffnung erzählte. Und ich fragte mich, ob ich auch schon einmal die Erfahrung gemacht habe, ganz aus der christlichen Hoffnung heraus zu leben, die Hoffnung erfüllt zu sehen, die mir mein christlicher Glaube ins Herz legt. Diese Frau ist für mich eine Zeugin der Hoffnung geworden. Und ich bete, dass ich auch selber, dass wir alle Zeugen der Hoffnung werden können, von der Paulus immer wieder spricht, der selber von Jesu und der Hoffnung, die er ausgestrahlt hat, ganz tief berührt worden war. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, du hast uns eine tiefe Hoffnung ins Herz gelegt und hast uns versprochen, dass du für uns da bist, wenn wir unsere Hoffnung ganz auf dich setzen. Begleite uns auch heute durch diese Nacht und gib uns morgen die Hoffnung, dass du in unserer Nähe, in unserem Leben bist. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.